22 Uhr und 6 Minuten. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch sehr herzlich zur Spieltagspressekonferenz. Heute Abend Nachholspieltag vom dritten DEL-Spieltag München gegen Mannheim. Ich begrüße beide Trainer hier auf dem Podium. Das ist einmal der Gästecoach Adler Mannheim, Dallas Eakins. Und zu meiner Rechten der Trainer EHC Red Bull München, Max Kaltenhauser. Ja, das Spiel endet 5:4 für München. Den Gästecoach darf ich wie immer bitten, als erstes das Spiel zusammenzufassen. Well, Dallas, it was a tight game at the end, a loss for your team. So your thoughts to the game? Yeah, first of all, congrats to Munich for a well-earned win. I thought it was a great game. I thought it was tight checking for quite a while. I thought both teams basically had equal chances through most of the game. I'm really proud of our guys. You know, all year so far, they've been extremely hardworking. They're a tight-knit group. And, you know, we always want to be in the fight and never out of the fight. And going down like we did, the bench was still up. And to get those goals at the end, I think, is a real showing sign of our group that they do believe that they can certainly win any hockey game, no matter what the score is. So, you know, there's things we can do better, obviously. But overall, I'm pretty happy with the way we played. Danke. Ja, Max, 9.672 Zuschauer haben die Partie heute gesehen. Enges Match, hatten wir schon gesagt. Am Ende aber ein Sieg für deine Mannschaft. Ich darf dich bitten, dieses Spiel zusammenzufassen. Ja, erstmal hallo zusammen und danke zur Gratulation zum Sieg. Ja, ich habe es ähnlich gesehen. Also ich denke, das war auf jeden Fall ein tolles Eishockeyspiel von zwei Mannschaften, die unbedingt gewinnen wollten und dementsprechend sehr verhalten haben am Eis. Ja, momentan, wir haben jetzt etliche Spiele, hat der Gegner natürlich auch, aber ein paar Spieler fehlen uns und deshalb umso mehr bin ich stolz auf die Jungs, wie wir das jetzt eigentlich auch über die Zeit gemeistert haben. Grandiose Kulisse, einmal Dankeschön von unserer Seite, von der Mannschaft, dass wir wirklich immer super Unterstützung haben von unseren Fans. Das ist auch wirklich, wirklich toll, was hier ist aktuell. Und ja, um aufs Spiel zurückzukommen, gerade im Mitteldrittel, also am Anfang waren wir wirklich, also fanden wir uns stärker, waren wir wirklich, wirklich gut, haben wir mit dem Biss, den wir uns vorgenommen haben, die Tore erzielt und die Tore verhindert. Im zweiten Drittel haben wir uns ein bisschen verleiten lassen, ein bisschen über den Schiri, ein bisschen uns zu mokieren. Das soll man nicht machen, hat uns ein bisschen rausgebracht vielleicht, da hat Mannheim teilweise übernommen, aber haben wir trotzdem gut gemeistert. Simon Wolf hinten Top-Job gemacht in seinem zweiten DEL-Spiel. Und im letzten Drittel haben wir das dann runterverteidigt und glücklicherweise oder Gott sei Dank haben wir es über die Zeit gerettet, aber es war meines Erachtens nicht verdient gewesen. Und ja, haben wir einen Schritt diesbezüglich vielleicht einen Schritt vorwärts gemacht, dass wir das Ding dann gezogen haben. Das ist ja nicht ganz leicht, wenn der, muss man auch verstehen, ein bisschen die Jungs, wenn der Gegner schon 6 Minuten vor Schluss einen Torwart rauszieht und du dann das Tor machst, das ändert ein bisschen das Momentum. Das war wahrscheinlich auch ein bisschen, also zudem, dass natürlich Mannheim ein Tor gebraucht hat, ein bisschen der Hintergedanke von dem Ganzen. Aber ja, auch daraus haben wir gelernt. Jetzt ist Oktober, bald November. Das sind Dinge, die du über die Saison lernst und mitnehmen musst, Erfahrungswerte, die du sammelst. Und ja, natürlich bin ich heilfroh, dass wir es gewonnen haben, aber in der Summe denke ich, dass es auch verdient war. Danke. Danke, Max. Es war das 67. Spiel der beiden Mannschaften, der 33. Sieg für München. München jetzt mit 25 Punkten in der Tabelle auf Position 3. Mannheim steht auf Platz 6. Und jetzt darf ich die Kolleginnen und Kollegen bitten, falls es Fragen gibt. Jetzt gibt es die Möglichkeit. Eine Frage, Günther Klein, Münchner Merkur. Ja, ich stelle gleich zwei Fragen, Herr Kaltenhauser. Wie halten Sie es mit der Einteilung der Torhüter? Wollen Sie irgendeinem Rotationssystem folgen oder entscheiden Sie das kurzfristig, wie viele Einsätze Simon Wolf bekommt? Und vielleicht können Sie ein paar Worte zu Andi Eder sagen, der letztes Jahr eine komplizierte Saison hatte, auch eine persönliche schwierige Situation und der jetzt aber sehr befreit spielt. Also man hat nach dem 1:0 hat man wirklich so ein Lachen in seinem Gesicht gesehen.
Ja, also zum Teil 1 der Frage. Ich bin jetzt noch nicht global hier komplett in die Entwicklung oder die Zieleinsätze involviert, aber für uns war jetzt natürlich klar, dass wir auch Matthias erstens mal auch frisch halten müssen über die Saison und wir das ins Auge gefasst haben, dass er dieses Spiel heute bekommt. Das kann man immer vorher nicht ganz genau am Reißbrett planen, weil natürlich da andere Faktoren mit dazukommen, aber wir haben auch eine Akademie, die eine tolle Arbeit macht, die hat der Simon durchlaufen. Wir wollen natürlich auch, so gut es geht, die Jungen einbauen und ja, wir hoffen natürlich, dass der, auf Holz klopfend, dass der Matthias gut durch die Saison kommt, aber wir werden einen Simon brauchen und wir müssen ihn auch entwickeln. Und ich meine, deshalb haben wir eine Lieferinger Akademie, wo wir Spieler ausbilden. Aber, nebenbei erwähnt, Paul Vincent hat überragende Leistungen geliefert, wirklich toll. Bis zum Schluss haben die durchgespielt. Also generell die Jungen machen einen überragenden Job. Wir brauchen die, machen wirklich eine super Arbeit. Und ja, so geht es am Reißbrett schon ein bisschen, aber dann natürlich muss man sehen, passt der Einsatz dann oder passt er eben nicht. Und zum Teil 2 der Frage, Andi Eder, ja, also ich denke, natürlich hat er persönliche Päckchen zu tragen mit der Situation, aber der kommt immer, glaube ich, zumindest kann sich so einschätzen, mit gut gelaunt in die Kabine und ist da. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen sein Fangnetz, soweit ich das jetzt mit mir rausnehmen darf, das zu beurteilen. Aber auf jeden Fall tut ihm das, glaube ich, gut und er tut uns gut. Das ist einmal die Hauptsache. Er ist ein genialer Spieler. Wie gesagt, was da letztes Jahr war, das ist jetzt auch Vergangenheit. Aber man sieht ja, was der Andi drauf hat, was der auch der Gruppe gibt. Der scheut sich auch nicht voranzugehen. Und ja, ich bin wahnsinnig froh, dass er bei uns ist. Gibt es weitere Fragen? Gibt es keine? Verbannen geht es am Donnerstag schon weiter. Dann im hohen Norden treffen die Mannheimer die Adler auf die Grizzlies Wolfsburg und Red Bull München trifft am Freitag an Allerheiligen, also um 14 Uhr, auf die Kölner Haie. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche den Gästen eine gute Rückfahrt zurück nach Mannheim. Have a safe trip back to Mannheim. Und ich sage danke, Servus und ciao.